Okay. Okay, wartet mal. Vielleicht kann ich diese Geschosshülse mit dem Elefanten kleinzimmern. Nein. Alles klar, ich glaube, ich weiß. Den lege ich mal da unten hin oder so. Wenn das geht. Geht das? Ah, ich bin aber bestimmt auf dem richtigen Weg, oder? Moment, ich nehme das mal raus. Jetzt lege ich die Geschosshülle mal hier hin. Ja, und jetzt halte ich mal das Kreuz hoch. Und Schnick! Ich hoffe, das Ding ist jetzt platt. Wie eine Flunder. Gut. Kannst du loslassen? Ich denke ja mal, dass wir das jetzt nicht mehr brauchen, dass die Tür hier unten ist. Wir haben das jetzt wahrscheinlich einmal entriegelt und damit ist es gut. Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Sehr gut, sehr gut. Dann versuchen wir das jetzt. Sieht aus wie ein Trompetenmundstück. So. Jetzt versuchen wir das mal hier. Jetzt hat sie es. Mhm. Und nü? So krieg ich das Ding. Eine Lücke zum Ansetzen. Bitte? Bitte? Nein. Ich brauche eine Lücke zum Ansetzen? Was soll das denn heißen? Nein. Eine Lücke zum Ansetzen. Ah. Okay. Alles klar. Das Ding ist ja nicht ganz platt. Darum werden wir das jetzt doch alles wieder so zurückmachen. Ja. Hineinschieben. Geht noch. Sehr schön. Dann den Zylinder hier rein. Du kriegst richtig Hunger. So. Und jetzt habe ich bestimmt eine Lücke. So, erstmal das wieder abnehmen. Ich nehme die Geschosshülse weg. Ja, tu das. Du hast meinen Segen. Und jetzt geht das bestimmt. Ja, super. Yeah. Ein weiterer guter Verwendungszweck für eine Geschosshülse. Noch oh ja. Ein Geheimraum. Irgendwer hat etwas zu verstecken. Aber was genau suche ich? Hey, das Spiel ist bestimmt bald fertig, wenn wir durch alle Geheimräume durch sind. Oh, es ist dunkel. Aber ich habe hier schon was gesehen. Oh, oh, was ist denn das da? Was blinkt denn da so rot? Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Carchon zu tun? Ich gehe mal zurück zu dem leuchtenden Ding. Da ist doch was. Erstaunlich, das Ding funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Aber antik sieht das nicht aus. Und es ist wohl ein Arbeitszimmer für mehrere. Wow. Okay. Da hinten haben wir eine Karte. Können wir uns nicht angucken. Ein Sekretär. Schreibtische. Was haben wir da? Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Niemand hat Fotos von mir. Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon.
Und es werden Leute dabei ermordet. Ja, das betrifft mich jetzt persönlich. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Ah, doch, aber innerhalb eines Tages trocknet Kaffeesatz schon an. Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Kershaw hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Kershaw in dieses Bild? Ja, Bertigen, ich weiß, dass es das erste Kapitel ist. Meine Artikel über den Kostümmörder. Ach so, ja. Meine Artikel über den Kostüm. Alles gut, dann gucken wir mal. So, das war auf dem Schreibtisch, jetzt gucken wir in den Schreibtisch. Das ist ja nett, dass die Spinnen hier ihre Netze nur hier auf der an der Ecke gespannt haben, oder? In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Irgendwie ist sie verschlüsselt. Kann ich es zumachen? Oh. Shit! Ich hab's kaputt gemacht. Mist. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Okay. Aber vielleicht haben wir noch was da drin. Ich stecke meine Arme auch immer nur so hin. Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Kershaw. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Kershaw, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Oh, ich habe so ein schlechtes Gefühl, dass auf der anderen, auf der abgerissenen Seite vielleicht Nikos Vater ist. Das wäre jedenfalls sehr typisch. Die Schublade geht. Geht nicht mehr, ist kaputt. Da mache ich damit auch nichts mehr. Ach, das kann ich mir noch angucken hier. Halt, stehen bleiben. Die Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Mhm, okay. So. Faschistische Flaggen. Purer Hass. Das ist noch eine, ja. Das ist alles zu den Fackeln. Da haben wir noch was. Hinter Hallo Physio-Koala! Immer wichtige Sachen. Herzlich willkommen! Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Da haben wir doch was. Nicht wirklich hilfreich. Nein, wieso nicht? Ich kann das... Ich muss mal rüber. Ich habe bestimmt wieder was vergessen, was man hier schon wieder einführen muss. Gucken wir mal. Die Tür ist offen. Die bleibt jetzt auch hoffentlich offen. Okay, ich bleib. Nein! Scheiße. Also nochmal von vorne. Hülle zum Kreuz. Ist ja toll. Dann Artefakt Zylinder hier rein. Ich werde nicht riskieren, das Artefakt zu beschädigen. Ach so, das geht ja. Ich muss es erst hochhalten. Ach. Los, lass deine Muskeln spielen. Jetzt steckt die Geschosshülle rein. Das hört sich obszön an. Jetzt stecke den Zylinder rein. Was für Anspielung hier? Gut. Jetzt nehme ich die Zylinder, das Ding wieder an mich. Ich nehme die Geschosshülse weg. Ja.
Du hast meinen Segen. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Okay, versuchen wir nochmal einen der Schlüssel. Na komm schon. So. Ich weiß es nicht. Oder den? Nein. Ich kann es auch mal mit der Haarspange versuchen. Nein. Allerdings sehe ich gerade, ich glaube, ich habe das mit den Schlüsseln gerade irgendwie anders gemacht. Oh, danke schön, Physio-Koala. Danke für das Kompliment. Wie kriege ich dich denn auf? Was ist das hier nochmal? Oh. Oh. Ich glaube, wir müssen erst was lösen. Cold-Hearted Pancake, das ist ein Job für dich. Und für den, Mädchenclub. Oh. Okay. Guck mir erstmal irgendwas mit dreien. Kurz und knack musst du eine Symbolik korrekten Buchstaben. Jo, jo, jo. Also, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Gut, da haben wir drei Buchstaben. Da haben wir auch drei. Da haben wir drei. Da haben wir drei. Also zum Beispiel. Ah, aber hier hinten haben wir bestimmt Tut. Weil hier haben wir vorne und hinten den gleichen Buchstaben. Ich würde sagen, das ist das T. Und ich würde sagen, das hier ist das U. Blabla tut. Oder? Tarias Tibber kriegt bei meinem Inventar auch regelmäßig Anfälle. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich weiß das, das ist schlimm, aber ich weiß nicht, irgendwie... Es ist immer so, frag den Drewiak. In meinem Minecraft-Inventar sieht es auch immer so aus. Ich verstehe es auch nicht. Tut ist so ein unschönes Wort, ne? Was gibt's denn sonst noch? Nun. Nun ginge noch. Es ginge noch nun. Wir könnten auch sagen, dass das da ein Nun ist. Nun. Dann könnte das zum Beispiel ein Wen sein. Oder... Huch, huch. Dankeschön, Physio-Koala. So, da haben wir noch mal was. Irgendwo müsste sich sicherlich auch mal ein Und verbergen, ne? Guck mal, da haben wir noch mal drei. Ah, hier haben wir zwei. Das könnte zum Beispiel in sein oder um oder zu oder da. Was gibt's denn noch? Tut es jetzt nicht unbedingt ein Wort, wo ich so einen verschlüsselten Text erwarten würde. Ja, ne? Aber ich hab... Was? Genau, ja, hinter dem Nun. Nun? Sieht aus wie altkrytanisch. Ja, genau. Das könnte mit dem N hinten dann ein Den oder ein Wen sein. Aber das würde bedeuten, das wäre ein E, was nicht sein kann. Weil ein dreibuchstabiges Wort mit E vorne fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein. Den, dann würde mit Doppel-N geschrieben werden. A.
Ein, ja, das ist gut. Ein würde besser passen, hast du recht. Da gucken wir mal mit. Schauen wir. Ein. So, wo ist es denn? Das ist wie so ein geschlungenes... Genau, das wäre dann das E und das da wäre dann das I. Nun... Ein... Sieht irgendwie nicht so richtig aus, ne? R oder S könnte hier allerdings schon passen. Das machen wir hier mit. Hier machen wir die einzeln zurück. Gehen wir nochmal kurz zurück. Also drei Buchstaben. Vorne und hinten gleich. Nun. Tut. Okay. Ich stimme da überein. Gibt es ein Wort mit drei Buchstaben? Und letztes ist I. Hai. Der Hai hat ein I hinten. Und bei! Oh, Drewiak, stimmt! Stimmt! Oh, dann lassen wir das mit dem einen doch mal. Ein und dem nun auch. Bei wäre das. Wo ist es? Nee, aber bei passt ja nicht. Sei auch nicht. Weil das E haben wir ja schon vergeben. Das haben wir ja schon vergeben. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir vielleicht hier irgendwo den, wie hieß der nochmal? Carchon? Wie hieß der? Carchon mit CH. Carchon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht wird er ja auch hier irgendwo angeredet. Allerdings hier nicht. Hier haben wir ein Wort mit einem Doppelbuchstaben. Was für ein Wort hat IE? Ja, das frage ich mich auch. Deswegen glaube ich, dass es ein nicht stimmt. Und das I auch nicht. Und das B dann auch nicht. Tarias Teberg, dankeschön. So. Das kommt nicht hin. Wir haben hier mehrere Doppelbuchstaben. Wir haben hier einmal Doppelbuchstaben. Wir haben hier einmal Doppelbuchstaben. Wenn wir über die kleinen Worte irgendwie nicht so schnell zum Ziel kommen, dann gucken wir mal nach den mit den Doppelbuchstaben. Hier auch. Also mehr zum Beispiel. Mehr. Aber es ist, glaube ich, zu offensichtlich, weil das halt wie ein umgedrehtes E aussieht. Oder leer. Oder... IEB bereitet mir Kopfzerbrechen. Da stimmt wohl noch etwas nicht. Auf Englisch würde das alles mehr Sinn machen. Dann könnte das ein Dit sein und das drunter Bin. Und so. Ja, das kann schon sein. So. Wir haben ja hier noch dieses Zeichen, ne? Oder ist es hier unten nicht? Doch. Nee, kein B. Ah, das haben wir auch nur zweimal. Ah, interessant ist, dass wir theoretisch Buchstaben sogar auszählen könnten. Wie oft sie vorkommen. Der kommt selten vor. Der auch. Der auch. Was mit dem? Der auch nicht so oft.
statistisch sind, glaube ich, die Buchstaben, die am häufigsten vorkommen, R's und S und N. Ich glaube, kein M, aber N. Sieht auch aus wie ein N. Mm. Das kommt schon richtig oft vor. Das auch. Das auch, oh. Das könnte vielleicht ein L sein oder ein T. Wenn es hier einmal gedoppelt vorkommt.